Ich möchte eine Prophetie vorlesen, die uralt ist und ich glaube, die ganz, ganz, ganz aktuell ist. Von einem Mann Gottes, den ich sonst weiter nicht kenne, aber ich weiß eins, diese Prophetie ist wirklich von Gott. Und die heißt, wendet euer Gesicht dem Wind zu. Der Geist Gottes möchte euch sagen, dass der Wind des Heiligen Geistes über das Land weht. Meine Gemeinde jedoch nimmt diesen Wind nicht richtig wahr. Genauso wie ihr in eurem Land in der Regel großen Stürmen Namen gebt, habe auch ich diesem Wind einen Namen gegeben. Der Name dieses Windes lautet dem Herrn geheiligt. Weil sie nicht verstehen, was geschieht, versuchen einige in meinem Volk Zuflucht vor diesem Wind zu suchen. Wenn sie das tun, werden sie an meinem Werk nicht teilhaben können. Denn dieser Wind ist gesandt, um durch jegliche Institution zu wehen, die in meinem Namen erbaut wurde. Wer in einer dieser Institutionen und Werke tätig ist, die meinen Namen durch ihren eigenen gesetzt haben, wird durch die Macht meines Windes niedergeschmettert werden. Diese Institutionen und Werke werden hinweggefegt werden wie ein Kartenhaus im Sturm. Dienste, die nicht in Aufrichtigkeit vor mir gearbeitet haben, werden zerfallen. Es ist mein Wind, doch die Menschen werden versucht sein, ihn als ein Wind, als ein Werk des Satans zu bezeichnen. Oh, wie hat mich das erinnert? An diese Situation, die wir jetzt dort erleben müssen. Vielleicht einige von euch sind nicht vertraut damit, aber eines der maßgeblichsten Werke aus der charismatischen Bewegung, IHOP in Amerika. Gott deckt auf und sagt, jetzt ist genug. Mit der Sünde ist jetzt fertig. Und dann kommen Leute dahin, maßgebliche Leute, und sagen, das ist der Antichrist, das ist der Teufel, der Verkläger der Brüder. Und sie verstehen nicht, was der Heilige Geist tun will. Das ist genau das. Der Wind weht und die Dinge werden offenbar werden. Und wo nicht in Aufrichtigkeit, so heißt es hier, vor mir gearbeitet wurde, werden sie zerbrechen und fallen. Ich kann und werde meine Kirche in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht tolerieren. Das spricht der Gott der Liebe. Dienste und Organisationen werden erschüttert werden und angesichts des Windes zugrunde gehen. Auch wenn sich einige vor diesem Wind verstecken wollen, werden sie doch nicht entkommen. Der Wind wird eurem Leben entgegenstehen und alles um euch her wird zerbröckeln. Aber vergesst nie, dass es mein Wind ist, spricht der Herr. Mit der Gewalt eines Wirbelsturms wird er kommen und anscheinend Verwüstung hinterlassen. Aber das Wort des Herrn sagt, wendet euch dem Wind zu und lasst ihn euch ins Gesicht wehen. Denn nur was nicht von mir ist, wird verwüstet werden. Versteht doch, dass dies notwendig ist. Ein zweiter Sturm. Seid nicht bestürzt, wenn nach all dem mein Wind noch einmal wehen wird. Habt ihr nicht gelesen, wie mein Atem über das Tal der vertrockneten Knochen wehte? Genauso wird auch er über euch hinwegwehen. Dieser Wind wird genauso mächtig sein wie der erste. Und er wird einen Namen tragen, das Reich Gottes. Er wird meine Herrschaft, meine Ordnung und meine Kraft mit sich bringen. Und achte auf die Reihenfolge. Herrschaft, Ordnung, Kraft. So viele suchen Kraft und wir geben viel, viel Mühe und versuchen, prophetische Seminare zu machen, Leute zu lehren, im Geist zu dienen, Leute zu lehren, zu heilen. Aber wie viele Seminare haben wir über Heiligung, wo Menschen wirklich angeleitet und herausgefordert werden, ihn kennenzulernen, in sein Wesen umgestaltet zu werden und seine Ordnung in ihr Leben zu bekommen, ihr Lieben. Wenn wir die Mühe, die wir investieren in unsere prophetische Fortbildung und in unsere Heilungsseminare und Bemühungen nach Zeichen und Wunder, wenn wir diese Power mal umlenken würden und würden sagen, jetzt ist der Fokus. Was heißt es, an Jesus zu glauben? Was heißt es, in sein Wesen umgestaltet zu werden? Was ist Heiligung? Wie sieht es praktisch aus? Und wie funktioniert das Ganze? Wenn wir da umschiften würden, wir würden so viel schneller vorwärts kommen. Wir laufen den Wundern nach, aber die Schrift sagt, die Wunder werden uns folgen.
Und die werden uns folgen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir ihn an die erste Stelle setzen und sein Willen und nicht dieses ganze, dieser falsche Hype um das Übernatürliche. Wie viel Durcheinander ist da in unserem prophetischen ganzen Bereich? Und wir schütteln den Kopf, was Leute dort an Prophetien ausschütten und was sie dort angeblich gesehen und gehört haben. Aber dieses Wort hier, meiner Meinung nach, ist ein echtes Wort vom Herrn. Ich lese weiter. Dieser Wind wird meine Herrschaft, meine Ordnung, meine Kraft mit sich bringen. Der Wind wird das Übernatürliche mit sich bringen. Die Welt wird euch auslachen angesichts der Verwüstung des ersten Windes. Aber das Lachen wird ihnen vergehen. Denn dieser Wind wird mit Macht und Kraft Wunderdinge unter meinem Volk vollbringen. Und die Furcht Gottes wird über die Nationen kommen. Ich füge mal hier was ein. Bevor die Furcht Gottes über die Nationen kommt, kommt sie über die Gemeinde. Die Furcht Gottes wird über die Gemeinde kommen. Ich werde noch einige Male in meinem Teaching hier Bezug nehmen auf die Furcht Gottes. Und ich glaube, das ist Priorität Nummer eins vom Heiligen Geist. Die Botschaft und die Wiederherstellung der Furcht des Herrn. In diesen Zeiten meiner Machterweisung wird mein Volk bereit sein, spricht der Herr. Denn mit meinem ersten Sturm, in dem ich jetzt stehe, werde ich Stolz, Lust, Habsucht, Konkurrenzdenken hinwegfegen. Und ihr werdet euch am Boden zerstört fühlen. Aber habt ihr nicht gelesen, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also wird durch meinen Geist mein Reich errichtet und offenbar werden. Aber ihr sollt auch wissen, dass manche versuchen werden, sich dem gegenwärtigen Wind zu entziehen. Von dem zweiten jedoch möchten sie mitgenommen werden. Diese jedoch werden auch von dem zweiten Sturm hinweggefegt werden. Nur wer sein Gesicht dem jetzigen Wind zugewandt hat, dem wird erlaubt werden, sich von dem zweiten Wind vorwärts treiben zu lassen. Ihr habt euch nach Erweckung gesehnt, nach übernatürlichen Zeichen und Wundern. Ihr und eure Generation werdet sie sehen. Aber all dies kommt, wann und wie ich will, spricht der Herr. In dem Zustand, in dem sich die Kirche dieser Nation zurzeit befindet, kann sie kein Gefäß meiner Macht sein. Wenn sie sich aber dem Wind der Heiligkeit Gottes zuwendet, wird sie gereinigt und verändert werden, damit sie meine Herrlichkeit widerspiegeln kann. Dies ist der Anfang des Gerichts über das Haus Gottes, aber noch nicht das Ende. Wenn der zweite Wind gekommen ist und meine Ernte eingebracht hat, dann wird das Ende kommen. Soweit diese Prophetie von David Miner, die mal veröffentlicht wurde in einem kleinen Büchlein von zwei anderen Prophetien, noch Derek Prince und noch einem Bruder. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir in dieser Phase leben, wo das Gericht anfängt im Hause Gottes und wo Erschütterungen kommen. Und ich bin kein Prophet, aber ich sage dir, wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie vieles auch in unserem Land, was nicht echt ist, wie es die Schrift hier, die Prophetie sagt, was nicht in Aufrichtigkeit vor Gott gebaut und gegründet ist, hinweggefegt werden wird. Und Gott wird etwas Neues tun, etwas Echtes.